So, also wir waren ja gerade einkaufen, wie ihr gesehen habt. Und ja, jetzt haben wir alles hier. Da wir einmal hier der RAM. Das ist DDR4 RAM, dann haben wir das Mainboard. Lüfter haben wir uns umentschieden, weil der günstiger war und eigentlich auch sehr gut ist. Dann der Prozessor mit Intel-Box-Kühler und die Grafikkarte. So, dann ist das erste, natürlich das Hauptstück, das Mainboard. Das werden wir jetzt erstmal als erstes auseinandernehmen, aufbauen. So, man lächelt uns schon mal als erstes Kabel an. Das sind SATA-Kabel. Die sind gebogen und dann ist hier das Mainboard in statisch gesicherter Hülle. Ne? Das kann ich jetzt einfach aufmachen, ne? Und vorsichtig rausnehmen. Und das wäre das Mainboard, das ist das Gigabyte GA B150MD3H. Das hat einmal einen M.2 Anschluss hier, für bis maximal 32 GB hier, für so M2 SSDs, zwei PCI und PCI Express, also Platz für zwei Grafikkarten und vier RAM-Slots. Reicht auf jeden Fall fürs Erste. Ja, das wäre das Mainboard, das hat auch weitestgehend, ich glaube, das hat auch eine Onboard-Grafikkarte irgendwo. Es hat dann hier einen HDMI-Anschluss. Es hat vier USB 3.0 und zwei USB 2.0 Anschlüsse. Und alles für die Onboard-Grafikkarte wahrscheinlich. Wenn es überhaupt eine Onboard-Grafikkarte hat, ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann halt mal gucken. So, das wäre das Mainboard. So, das müssen wir jetzt einbauen. Und dann haben wir hier noch die schöne Blende, die dann hier hinten dran kommt, einfach dran machen. Ja, das machen wir dann später, ne? So.